Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Frag Fabian. Am 15. März sind Kommunalwahlen in Bayern. Unser Freistaat wird eine ganze Reihe neuer Stadt- und Gemeinderäte, Bürgermeister, Landräte bekommen. Ja, und für uns Freie Wähler als eine Kommunalpartei, als eine Bürgermeisterpartei, ist das natürlich ein ganz besonders wichtiger Wahltag, ist das natürlich die Mutter aller Wahlen. Es ist aber nicht nur ein wichtiger Tag für uns als Freie Wähler, es ist auch ein besonders wichtiger Tag für unsere Demokratie, denn über das Vertrauen in Politik wird dort entschieden, wo Politik auf die Lebenswirklichkeit der Menschen trifft. Und es ist nicht hier im Plenarsaal des Bayerischen Landtags, nein, es ist draußen in den Rathäusern, in den Landratsämtern, dort, wo Politik auf die Lebenswirklichkeit der Menschen trifft. Deshalb also ein ganz, ganz wichtiger Tag für unseren Freistaat Bayern, für unsere Demokratie und für uns Freie Wähler. Und umso mehr freut es mich, dass uns eine ganze Reihe von Zuschriften zu dieser so wichtigen Wahl erreicht haben. Ich greife stellvertretend eine raus, und zwar die von Peter aus Schweinfurt, der mir geschrieben hat: Ich finde den Kommunalwahlmodus in Bayern ziemlich kompliziert. Was sind eigentlich die wichtigsten Regeln? Wie werden die Stimmen gewichtet? Mit der Bitte, lieber Peter, um eine möglichst idiotensichere Antwort, so hat er uns geschrieben. Hier im Bayerischen Landtag gibt es niemanden, der diese Frage besser beantworten könnte als unseren Fraktionsvize, vor allen Dingen aber unseren kommunalpolitischen Sprecher, den Achim Hanisch, der selbst lange, lange Zeit Bürgermeister gewesen ist, vor der Kollege hier im Bayerischen Landtag geworden ist. Lieber Achim, schieß los, was müssen wir wissen? Ja, du hast es schon gesagt, eine ganz, ganz wichtige Wahl, nicht nur für uns Freie Wähler, für jeden Demokraten. Und der Staat baut sich von unten auf, und hier kennt jeder Wähler die Kandidaten, die zu wählen sind, den Bürgermeisterkandidaten, den Landratskandidaten, seinen Kumpel vielleicht, der für einen Gemeinderat kandidiert, für einen Marktrat, für einen Stadtrat. Wichtig bei diesen Wahlen ist, dass man kumulieren und panaschieren kann. Das heißt, ich kann von einer Liste der Partei A zur Liste der Partei C überspringen, und ich kann den Kandidaten verschieden viele Stimmen geben. Ich kann jetzt sagen, der Kandidat, der gefällt mir besonders gut, dem gebe ich 2 Stimmen, und der gefällt mir noch besser, dem gebe ich 3 Stimmen. Heißt also, anders als bei der Bundestagswahl beispielsweise, hat man die Gelegenheit, die Reihenfolge, die die Parteien vorgeben, als Wähler noch einmal deutlich durcheinander zu bringen, indem man manchen Kandidaten mehr Stimmen gibt als anderen, oder? Vollkommen richtig, Fabian. Ich habe also die Möglichkeit, mir meine Lieblingskandidaten auszusuchen. Ich muss nur Obacht geben, dass ich nicht mehr Stimmen vergebe, als mir insgesamt zustehen. Also da ist es sinnvoll, immer mitzuzählen. Im Kreistag kann ich in der Regel 60 oder 70 Kandidaten wählen, je nachdem, wie groß der Landkreis ist. Bei der Kommune ist es ähnlich. Also ich darf die Gesamtzahl nicht überschreiten. Und wenn ich jetzt keine 60 Kandidaten kenne und irgendwann mal sage, jetzt habe ich genug gewählt, weil das ist ein riesengroßer Stimmzettel, 1 Meter, 1,20, vielleicht sogar 1,50 breit, dann sollte ich sinnvollerweise bei meiner Lieblingspartei oder Gruppierung oben ein Listenkreuz reinmachen, und dann werden die Stimmen, die ich nicht mit 1, 2 oder 3 vergeben habe, von oben nach unten aufgefüllt. Ich verschenke keine einzige Stimme. Und dann habe ich noch die Bürgermeister zu wählen und die Landräte zu wählen, und da ist es halt wichtig, dass ich jeden nur einmal ankreuze, nicht, die gefallen mir alle 3 und jedem gebe ich ein Kreuzel, der Stimmzettel wäre ungültig. Also einen Lieblingskandidaten aussuchen, dem kann ich keine 3 Stimmen geben und keine 2 Stimmen, bei dem mache ich ein Kreuzel rein, und dann ist auch der Bürgermeister, Oberbürgermeister oder der Landrat gewählt. Achim, ich sage ganz lieben Dank fürs Fitmachen für die Kommunalwahl. Ihr habt gesehen, unsere Väter der bayerischen Wahlordnung haben sich ganz intensive Gedanken gemacht, und so kommt es zu einem etwas sehr komplizierteren Wahlsystem, das aber massive Vorteile hat, denn es eröffnet die maximale Freiheit, Achim, ich glaube, so kann man das sagen, für die Wählerinnen und Wähler, ja, die größtmögliche Einflussnahme darauf, wer dann politische Verantwortung für unsere Heimat trägt. Es waren jetzt, Achim, eine ganze Reihe wichtiger Tipps dabei. Man kann panaschieren, heißt, man kann verschiedene Kandidaten von verschiedenen Parteien wählen. Man kann aber auch kumulieren, also einem Kandidaten bis zu 3 Stimmen geben, die Reihenfolge, die die Parteien vorgeschlagen haben, unter den Kandidaten noch einmal durcheinander bringen. Und ganz wichtiger Hinweis,
unbedingt ein Listenkreuz setzen, sodass keine Stimme verloren geht. Und abschließend noch einmal durchzählen, ganz praktisch, sodass nicht mehr Stimmen abgegeben werden, als man hat, weil sonst ist der Wahlzettel ungültig. In diesem Sinne sind wir fit für die Kommunalwahl und ich will euch abschließend bitten, macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Geht am 15. März zum Wählen oder auch schon vorher bei der Briefwahl und entscheidet mit, wer die Verantwortung für unsere gemeinsame Heimat übernimmt. Gebt eure Stimme denjenigen, die es gut meinen mit unserer Demokratie, die es gut meinen mit einer guten Zukunft für unsere Heimat, sodass diese Kommunalwahl uns wieder so aufstellt in den Kommunalparlamenten, dass wir gute Politik für eine gute Zukunft unserer bayerischen Kommune machen können. In diesem Sinne, Achim, nochmal ganz lieben Dank für das Update. Und wenn auch ihr eine Frage habt zur Kommunalwahl oder darüber hinaus, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren. Dann geht es nächstes Mal vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, frag Fabian oder frag Achim. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.